um herauszufinden, ob es sich bei einer IP-Adresse um eine Klasse A, B oder C-Adresse handelt, verwendet man die First Octet Rule. Dazu werden die in der Hierarchie höchstwertigen drei Bits des ersten Bytes verwendet. Mit dieser Regel wurde festgelegt, dass für eine Klasse A-Adresse das höchstwertige Bit immer auf 0 stehen muss. Das ergibt dann einen maximalen Wert von 0 bis 127. Klasse A-Adressen liegen im Bereich von 1 bis 127. Bei einer Klasse B-Adresse steht das erste Bit auf 0 und das darauffolgende Bit auf 1. Die Wertigkeit, die sich daraus ergibt, liegt im Bereich von 128 bis 191. Bei einer Klasse C-Adresse steht Bit 1 und Bit 2 auf dem Wert 1 und Bit 3 steht auf 0. Daraus ergibt sich ein Wertigkeitsbereich von 192 bis 223. Durch die First Octet Rule wird genau bestimmt, welcher Klasse eine IP-Adresse zugehörig ist.